Also ein noch nicht dagewesenes Spielzeug konzipieren. Irgendwas Simples, irgendwas Geniales. Magneten sind cool. Magneten sind richtig cool. Boah, wenn ich einen Kugellager reinmachen würde. Ich habe einen Patentanwalt bezahlt. Wir haben uns die Markenrechte MagFlip gesichert. 5000 Euro drin investiert. Also Drucker, Patentamt, Material, alles Mögliche. In Deutschland Handarbeit. Wenn ihr uns jetzt bei der größten Schnapsidee des Jahrtausends unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns jetzt über den Link in der Videobeschreibung unterstützen und euch jetzt eins bestellen. Wir haben jetzt das Ziel, 15.000 Euro zusammen. Alter, wie geil ist denn dieses Spielzeug, was du da gebaut hast? Das könnte halt wirklich Fidget Spinner 2.0 werden. Und was soll ich sagen? Dieses Geld ist mittlerweile weg. Und das mit dem MagFlip läuft anders als geplant. Und das, obwohl ich noch vor einer Woche dachte, wir sind so gut wie fertig. Jetzt ist es also soweit. Das ist jetzt basically das Ergebnis von über einem halben Jahr Arbeit. Oh damn, okay. Oha, als ob er einfach so drin liegt. Das ist sick. Das ist richtig geil. Ich muss zugeben, ich habe schon Bilder davon gesehen, aber den jetzt mal, hey, der fühlt sich auch einmal richtig geil an. Das ist actually einmal richtig geil. Ja, und auch die Nähte sind komplett insane. Wir hatten ein bisschen Angst, dass die Nähte ja einfach billig wirken, aber das sieht richtig geisteskrank geil aus. Ja, ist auch mega massiv. Wir haben der Metallkern. Okay, also, das ist sick. Auch, dass es hier oben so matt ist, aber der Schriftzug hier so glänzt. Sieht auch jetzt aus wie so wirklich sowas, was man verkauft, so, ne? Also man hat ja schon, also, ja. Davor sah das ja auch schon cool aus, aber das sieht jetzt halt wirklich aus wie etwas, was man im Laden kriegen könnte. Warte mal ab, bis du es in die Hand kriegst. Das ist übel geil. Das ist richtig krank. Mir fällt damit halt auch einfach so ein riesen Stein vom Herzen, weil jetzt diese ganze Zeit, es gibt so viele Leute, die das Teil halt einfach schon gekauft haben. Er ist einfach perfectly balanced as all things should be. Genau das war die Idee. Einfach mit dem Eisenkern hier. Echt ohne Witz einfach komplett geil. Einfach krank. Oha. Der liegt ganz anders in der Hand. Ja. Der ist voll smooth jetzt. Ja. Den hast du ja mit dem 3D-Drucker gemacht, da war der mit ein bisschen kantig. Ja. Voll heftig. Hä? Das ist voll geil, also mit dem Druck, mit der Schrift hier drin, das ist voll cool. Vor allem, ich kannte das ja auch nur von dem Ding hier, vom 3D-Druck, und da sah das ja immer halt mega nö. Ja, genau. Nö. Jetzt kann ich meinen eigenen Trick nicht mehr. Doch, kann ich. Muss wieder öfter üben jetzt, ne? Ist schon verrückt hier, als jemand, der das ja von Anfang an mit beobachten durfte, so. So, aber da ist natürlich noch viel mehr in der Box. Und da schauen wir das mal an. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Montagerichtung des Kerns beachten. Ah. Oha, ist das geil. Nur schade, dass man die niemals sehen wird. Das kommt dann einfach hier rein. Und das steckt dann auch. So sieht ein MagFlip von innen aus. Hier ist ein Satz Magneten, ein Satz Kugellager. Was ist noch so drin? Ach, hier sind noch ganz viele Kappen und Aufsätze. Einmal in Blau und einmal noch in Grün. Und daran kann ich jetzt auch euch mal gerne zeigen, wie man so ein MagFlip zusammenbaut. Schritt 1 wäre es dann, den Metallkern hier einzulegen. So sieht ein MagFlip von innen aus. Und die sind alle identisch, ja. Also das heißt, es ist alles ein und dasselbe Ding. Und wenn man das eine umdreht, dann passen hier diese Nupsis einfach genau aufeinander und könnten hier zusammengesteckt werden. Dann hat man schon den Griff. Ging relativ flott. Muss einmal festdrücken. Und jetzt wird es aber richtig spannend. Das ist nämlich der coolste Mechanismus. Wir nehmen jetzt hier einmal dieses Verbindungsstück, fädeln es von hinten durch den Magnethalter. Und dann rastet hier dieses eine kleine weiße Stück hier im Magnethalter ein. Die andere Seite, den weißen Pin, können wir dann in die Kugellagerkappe reinschieben. Und dann kommt das Kugellager hier rein. Zack. Und schon ist der Teil hier fest mit genau dem richtigen Abstand der Schnur. Jo, und da muss man nur noch den Magneten hier reinstecken. Zack. Das ist so fest, dass es nicht mehr rauskommt. Das Ganze machen wir noch ein zweites Mal. Und zack, das sitzt. Ganz wichtig, der Magnet muss natürlich jetzt richtig rum drauf sein, sonst stoßen sie sich ab und das will natürlich keiner. Und bam, fertig ist der MagFlip. Aber das ist so geil. Also besten Gewissens kann man das Ding jetzt einfach an 2.500 Leute ranschicken. Spoiler, kann man nicht, darf man nicht. Das ist kein fertiges Produkt. Ihr kennt es auch von zum Beispiel Lego, das nicht von Kindern unter 3 benutzt werden darf, da es von ihnen verschluckt werden könnte. Wir wussten schon von Anfang an, dass Produkte und vor allem Spielzeuge, die an Kinder unter 14 verkauft werden, besondere Richtlinien einhalten müssen. Diese sind in der DIN E71 festgehalten. Mehrere hundert Seiten, die mehrere hundert Euro kosten, in denen haargenau detailliert ist, was unter welchen Umständen in welcher Art von Spielzeug gebaut sein darf, wie groß und auch wie stabil ein Bauteil sein muss und auch mit welchen extrem teuren Messverfahren und Laboruntersuchungen das geprüft werden muss.
werden muss, wofür selbst die 80 bzw. nach Abzügen 58.000 Euro von Kickstarter neben allen anderen Ausgaben nicht reichen würden. Aber der MacFlip, wie ich ihn geplant habe, war ja gar nicht gedacht für unbeaufsichtigte Kleinkinder, die Lego-Steine essen, als wären es Cornflakes, sondern primär für Jugendliche und Erwachsene, die mit einer krassen Herausforderung ihre Geschicklichkeit und vor allem ihre Geduld trainieren möchten. Also, Glück gehabt. Dachten wir zumindest, denn diese europäische Norm gilt für alle Erzeugnisse, die dazu bestimmt oder gestaltet sind, von Kindern unter 14 Jahren verwendet zu werden. Wie hier bei den Beyblades könnte dann auf dem MacFlip ab 14 draufstehen und jeder und vor allem die Eltern wissen Bescheid, das ist nichts für kleine Kinder. Alles gut. Spoiler, ist es nicht. Also zumindest womöglich nicht. Denn nochmal zurück zum offiziellen Text. Diese europäische Norm gilt für alle Erzeugnisse, die dazu bestimmt oder gestaltet sind, von Kindern unter 14 Jahren verwendet zu werden. Und nun die Frage, wer legt fest, wozu etwas gestaltet wurde? Derjenige, der es gestaltet hat, oder? Derjenige, der es gestaltet hat, oder? Womöglich etwas naiv, weil vielmehr bedeutet es, dass Aufsichtspersonen alleine aufgrund der Funktion, Abmessungen und Eigenschaften eines Spielzeugs vernünftigerweise einschätzen können, für welche Altersgruppe es bestimmt ist. Und deswegen, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein, müssen wir diese ganzen Richtlinien einhalten. Einmal das Grundwerk und dann noch Teil 2 und Teil 3. Das hier zum Beispiel wurde im Februar geupdatet. Und das hier im Juni vor 2 Monaten, was es natürlich auch nicht immer leicht macht, wenn sich sowas so schnell ändert. Und um dieses ganze Ding mal grob zusammenzufassen, das Schwierigste sind eigentlich kleine Teile, Magneten und Schnüre. Das Schlimmste, was ihr also erfinden könnt, sind kleine Magneten an Schnüren. Und dann habe ich mit dem MacFlip verschiedenste Tests durchgeführt, die man eben bestehen muss für unter 14-Jährige. Mit das wichtigste Thema sind hierbei Kleinteile. Ohne verschluckbare Kleinteile ist alles quasi kein Problem. Wenn aber ein Einzelteil nun vollständig in diesen Testzylinder passt, dann wird's kompliziert. Ja, ganz schön knapp. Und damit wird's kompliziert und wir kommen zur Schlagprüfung. Das Spielzeug wird auf einer ebenen Auflagefläche angeordnet. Aus 10 cm Höhe wird ein Gewichtsstück mit 1 Kilo auf das Spielzeug fallen gelassen. Es ist festzustellen, ob kleine Teile zugänglich geworden sind. Das sah gut aus. Weiter geht's mit der Fallprüfung. Aus einer Höhe von 85 cm wird das Spielzeug 5-mal fallen gelassen. Es ist festzustellen, ob kleine Teile zugänglich geworden sind. Hey, das sah ja auch gut aus. Dann fehlt ja nur noch die Zugprüfung. Das Spielzeug wird befestigt, dann mit Hilfe einer Klemme oder anderen Spannvorrichtungen eine Kraft auf das Einzelteil aufgebracht. Was denkt ihr, was diese Teile hier aushalten müssen? Das Gewicht von einer so einer Plastikflasche, 1,5 Kilo, 2 Flaschen, 3 Flaschen, 6 Flaschen, 12? Es sind tatsächlich 18 Flaschen, sprich 9 Kilo, was dieses Teil hier aushalten muss. Es ist festzustellen, ob sich das Einzelteil gelöst hat. Es waren 3 Kilo. Das ist so viel wie das hier, das man jetzt an dieses kleine Teil hängen könnte. Und es würde aushalten, aber mehr eben nicht. Die Werkzeuge, diese Metalldinger, die insgesamt über 20.000 Euro kosten, die man logischerweise nicht einfach so ändern kann, die sind schon, die existieren schon, die sind halt schon so. Die Sophie hat mich beim Essen gefragt, was jetzt der Plan ist und meine Antwort war, es gibt keinen. Und das alles, also diese ganze Verzögerung, tut mir schrecklich leid. Vor allem natürlich für die über 2000 Menschen, die ihr hart erarbeitetes Geld investiert haben, um den MacFlip zu ermöglichen und jetzt immer noch drauf warten müssen. Ganz ehrlich, das bricht mir das Herz. Mittlerweile gibt's aber einen Plan, wie es weitergeht, auch mit der Finanzierung, und der lautet wie folgt. Alle wichtigen Teile werden abgeändert und stabiler gemacht. Das hier ist bereits die neue Schnur, die mit Abstand stabil genug ist. Dieser Stecknupsi für das Kugellager wird von 3 auf 5 mm dicker gemacht und beinhaltet dann 2,8 mal so viel tragendes Material. Das Kugellager wird von 4 auf 5 mm verlängert für mehr Haftung. Die Wanddicke der Lagerkappen wird fast verdoppelt. Dadurch würde sich das Design äußerlich kaum verändern, aber die Stabilität hoffentlich sich verdreifachen. Wenn das dann fertig ist, werden 8 MacFlips zum TÜV geschickt für eine mechanische und chemische Untersuchung, wofür uns der TÜV sogar schon ein Angebot gemacht hat. Und wenn der das okay gibt, kann es losgehen und der MacFlip ist sogar tauglich für Kinder unter 14 Jahre. Diese ganzen Änderungen an den Spritzgussformen, mechanische und chemische Überprüfungen beim TÜV, von denen wir eigentlich dachten, dass wir sie gar nicht brauchen, sowie Beratung von Experten, kostet natürlich extrem viel Geld, wofür ich selbst gerade stehe und das ich persönlich finanzieren werde. Einerseits natürlich, weil ich die Verantwortung trage und hier kein Supporter hängen gelassen wird. Die Supporter werden nun übrigens hier links namentlich alle eingeblendet. Aber wie gesagt, nicht nur will ich die Leute hier nicht hängen lassen, sondern der MacFlip ist wirklich extrem geil. Die Verpackung, die Anleitung, das generelle Konzept und die hunderten kleinen genialen Ideen, die die Community, Sebastian, Matthias von der Spritzgussfirma und ich hier mit einfließen lassen haben, überzeugen mich so hart, dass das für mich ehrlich gesagt gar keine Frage ist. Ich bin überzeugt davon, dass jeder, der das Ding auspackt
man in den Händen halten wird, absolut begeistert davon sein wird. Und dafür, dass das so schnell wie möglich passiert, investiere und kämpfe ich gerne. Ich träume da echt von einem komplett runden Auftritt, vom Produkt bis hin zur Anleitung bis zur Website. Und zwar so sehr, dass ich auch die Domain magflip.com für fast 5000 Euro gekauft habe, was ultra viel Geld ist, aber was natürlich auch super wichtig ist. Ich finde, das ist echt was Einzigartiges, was wir da durchziehen. Und wenn ich dran denke, dass an Tag des Releases 2500 Magflips von den ganzen Supportern hier ausgepackt werden. Und wenn ich dran denke, dass der Magflip irgendwann ganz normal von jedem einfach gekauft werden kann und wie er komplett neue Tricks erfindet und ihnen Namen gibt, dann motiviert mich das alles dafür zu geben. Sebastian und ich arbeiten da jeden Tag dran. Ab sofort kann ich auch endlich wieder regelmäßige Updates und Update-Videos dazu machen. In den letzten Wochen waren uns da, was die Kommunikation angeht, aus rechtlichen Gründen leider die Hände so ein bisschen gebunden, was mir extrem leid tut. Eines dieser Updates wären zum Beispiel die 600 Standfüße, die wir für einige der Supporter gedruckt haben. Und ein weiteres Update, in dem ich die Anleitung zu dem Ding und die aktuelle Verpackung zeige, findet ihr jetzt gerade aktuell auf meinem Zweitkanal über den Link in der Videobeschreibung. Die Verzögerung liegt aber zum Teil auch daran, dass ich möchte, dass das Ding perfekt ist. Wir haben Folgendes den Kickstarter-Supportern nie irgendwo versprochen, aber ich habe entschieden, dass jeder Magflip einen schweren Metallkern verpasst bekommt, damit er sich wertiger anfühlt und perfekt balanciert ist, auch wenn das noch teurer für mich ist. Es ist nun, wie gesagt, nicht so, dass von den knapp 60.000 Euro von Kickstarter etwas für mich überbleiben würde. Ich lege sogar nochmal sehr viel drauf. Aber wer weiß, vielleicht findet der Magflip ja sogar Anklang bei den Leuten, die mich persönlich überhaupt gar nicht kennen, und das Abenteuer nimmt komplett wilde Ausmaße an. Wann der Magflip für jeden verfügbar ist, kann ich heute nicht sagen. Das ganze Thema ist nicht ohne Grund so explodiert und dieser Grund ist, dass das Ganze ehrlich gesagt komplett verrückt ist. Wie verrückt war mir anfangs echt nicht klar, aber wenn es mir klar gewesen wäre, dann wären wir wohl nie so weit gekommen wie jetzt. Und nachdem es kurzzeitig echt dunkel ausgesehen hat, habe ich mittlerweile überhaupt keine Zweifel mehr und deswegen kann ich eigentlich nur hoffen, dass ihr mir da verzeiht und noch ein bisschen Geduld habt. Aber mir eben auch vertraut, wenn ich sage, dass wir uns komplett den Arsch dafür aufreißen werden. Alle Supporter mit bis zu 50 Euro habt ihr eben eingeblendet gesehen. Das waren jetzt fast 2000. Und jetzt das Heftigste. Die namentliche Nennung von 165 Menschen, die tatsächlich 99 Euro oder mehr beigetragen haben. Angefangen mit denen, die sogar 250 Euro investiert haben. Vielen, vielen Dank an Valentin Jeske, LOL Orko, Thomas, Simon Unge, Herakles Dörfling, Tobias Hart, Timon Müller, Tjark Rasmussen, Merlin Reiter Kameter, Randy Ruh, Brainpower Group, David Kestli, Adrian, Felix, Gabriel, Steffen Eisentraut, Matthias, Jan Schäfer, Carsten B., Peter, Danny, Sebastian Emsenhuber, Magnus Bauer, Jonathan Wilhelm, nochmal Thomas, Cedric Rüecker, Pascal Uckermark, Schleipi und Christoph Gärtner. Dass das zu viele werden, hätte ich niemals gedacht. Die 250 Euro waren ehrlich gesagt eher eine Schnapsidee, dass das jemand bereit ist beizutragen. Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt Riesendank an die 130 Menschen, die 99 Euro beigetragen haben. Vielen, vielen Dank an DDM, Lukas, Katrina Rupp, Mr. Curry, Matthias Klaassen, Hecki, Jan Tüchert, Matthias Strauß, Niklas Domula, Remo Großenbacher, Nayan Tomio, Tim Ebert, Marc Huger, Jennifer Hensel, Geb Dennis, Anjan, Philipp, Pascal Schwarz, Thomas Pollerer, Verratzt, Dennis Bode, Andreas, Timo Wiegers, mein Steuerberater, lol, Jaja Justin, Jakob Wendorf, Störi, Melzflut, Daniel Becker, Klenox, Tobias Paul Wedig, Tobias Laufersweiler, Michael Dietl, The Lappen, Nils Schablitzki, Kurt oder Kurt Leonhardt, Sandro, Genelien YouTube, Andreas, Kleeblume, Dominik Marx, Krüschen, Jonas Schürings, Odin der Echte, Falk, Jonas Alexander von Holt, Sascha Bösch, David Bernhard, Kilian Thoma, Vivi Daniel, Christopher Stein, jemand, der einfach nur T als Name angegeben hat, Gordness, Maximilian Heilig, Gabriel Hills, Elias Planger, Laura Marcel, Jans Andreas, Nathalie Riel, Timo Brückner, Sören, Mattes, Anton, Paul Breithecker, Der Max, Jean, Marc Everding, Alexander Fetzer, Mattes Wolf, Jan Demuth, Gottkanzler, Pascal Neuenschwander, Luca Berthold, Benny, Käser David, Konstantin Schepers, Rosemarie Böttcher, Justin, Robin, Aljoscha Nass, Florian Riese, Download, Nils 123456789 0, Daniel Grabherr, Inke König, Andreas Wünsche, Pascal, Sebastian Rose, Kevin Boneberger, Max Alexander Dannecker, Leon Springer, Marc Brehm, Francis Gladys, Lukas Mais, Jinko, Fabian Sokolov, Valentin Bauer, Nathalie Repolz, Arnold, Panfi, Jassichen, Stefan Ullenbohm, Tobias Taspier, Elias Baumgartner, Germain, Janosch, Franziska Hempel, Katmiweb, Geta, Flitzpiepe, Yannix09, Nick Weber, Colin, Eddie Pulaski, Marcel und zu guter Letzt Julian Kleenert. Dankeschön, das war
jetzt eine extrem lange Liste. Und alle Leute, die jetzt hier quasi namentlich genannt oder in Textform vorgekommen sind, all die haben das möglich gemacht. Ich freue mich jetzt richtig, wieder Vollgas geben zu können mit den ganzen Videos zum Thema Macflip. Jetzt, wo das alles geklärt ist, jetzt, wo viele wichtige Dinge im Hintergrund geklärt sind. Und die Liste mit Videos, die ich noch auf meinem Zweitkanal machen muss zum Thema Macflip, ist ellenlang. Fast zu lang wie die Liste an Supportern. Wenn euch das interessiert, schaut gerne auf dem Zweitkanal vorbei. Da gibt es ein Video, wo ich die Verpackung anschaue und die Anleitung vom Macflip. Ansonsten abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr alles, was ich hier so mache, einfach verfolgen möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!